Ein neues Silberfeuerwerk am Horizont, der reißerische Titel des heutigen Videos und wir halten, was dieser Titel verspricht. Herzlich willkommen bei eurem Team der Gold Invest aus Wien und aus Berlin. Ich begrüße euch und bitte abonniert diesen Kanal, damit ihr keine News verpasst. Nichts ist im Moment interessanter als der Silbermarkt, auch wenn es bei den Mainstream-Medien noch unterm Radar fliegt. Wenn es dort auf den Titelseiten ist, dann ist der Zug aus dem Bahnhof raus und schon sehr schnell unterwegs. Also deckt euch ein, nehmt Platz im Silberzug und sucht euch die besten Plätze. Es geht um das Thema Elektromobilität. Die Nichtkäufer von Elektromobilen trotz aller Förderung geben drei Hauptgründe an, warum sie nicht umsteigen vom Verbrenner auf den Stromer. Punkt Nummer eins ist die Reichweite, die real betrachtet, wenn man im Sommer mal die Klimaanlage benutzt oder gar im Winter die Heizung, bei 350, manchmal auch bei 400 Kilometer liegt. Autobahnfahrer berichten mehr als 120 km/h, sollte man aber nicht daherdüsen. Der zweite Punkt, warum viele davor zurückschrecken, ist schlicht und ergreifend der hohe Ladeaufwand. Es dauert einige Stunden. An einer heimischen Steckdose muss man die ganze Nacht am Netz hängen. Und wenn man schneller laden will, sucht man sich eine öffentliche Ladestation, die heute auch nicht mehr umsonst sind. Und wer dann mal seinen Taschenrechner nimmt, stellt fest, er hat mehr bezahlt als mit einem Verbrenner an der Tanksäule. Danke, liebe Bundesrepublik, für diese weise Energiepolitik. Ja, und der dritte Hauptgrund ist der, es gibt Millionen von Laternenparkern, die schlicht und ergreifend keine vernünftige Möglichkeit haben, ein Elektromobil zu laden. Abhilfe verspricht jetzt ein revolutionärer Akku, und zwar von Samsung aus Südkorea. Öffentlich angekündigt wurde das diesen Sommer von Samsung. Die ersten Hochleistungsfeststoffbatterien sind bereits an Kfz-Hersteller wie NIO oder Kia für Tests ausgeliefert. Die Serienreife soll dann 2026 hergestellt sein und ab 2027 geht die Feststoffbatterie in Großserie. Was kann sie? Punkt Nummer eins, versprochen wird eine Reichweite von bis zu 1000 Kilometern, eine Ladezeit von 8 auf 80% in circa 9 Minuten und eine garantierte Lebensdauer, also mit einer Garantie unterlegte Lebensdauer von 20 Jahren. Zu all dem soll diese Batterie auch leichter und kompakter sein als herkömmliche Akkus für die Stromer. Warum beschäftigen wir uns damit? Was hat das mit Silber zu tun? Circa 20 Unzen Silber werden in jeder dieser Feststoffakkus verbaut. Und wenn man sich das mal hochrechnet, dann sind das bei nur 10 Millionen Akkus für E-Autos im Jahr 200 Millionen Unzen, die man verbraucht, um das herzustellen. Natürlich werden am Anfang diese Akkus dramatisch teuer sein. Vielleicht sind sie zunächst auch dem Premium-Segment vorbehalten. Toyota hat bereits sowas angekündigt, diese Akkus zunächst nur im Lexus einzusetzen. Aber wir wissen, wie das ist. Alle revolutionären technischen Neuerungen, wie zum Beispiel der Airbag oder das ABS, wurden zunächst im Premium-Segment eingeführt und zur Massentauglichkeit und preiswerteren Produktion geführt. Darüber hinaus darf man davon ausgehen, dass diese revolutionäre Akkutechnologie natürlich nicht in der E-Mobilität stecken bleiben wird. Schließt sich jetzt einfach mal unser Kreis zum Thema Solar. Insbesondere die privaten Haushalte verbrauchen am Tag weniger Strom, wo er meistens produziert wird, weil es halt hell ist und die Sonne scheint.
sondern es wird dann am meisten verbraucht, wenn die Sonne nicht mehr so kräftig scheint. Was braucht man? Man braucht einen standfesten Akku, der so viel wie möglich, so lange wie möglich speichert. Und da eröffnen sich gigantische Chancen. Ich denke, es ist nicht vermessen, von einer Revolution am Akkumulatorenmarkt durch diese Feststofftechnologie von Samsung zu sprechen. Der Silberbedarf dessen ist gigantisch, schon in der Vorkalkulation. Wenn wir daran denken, wir haben jetzt ohne diese Technologie schon eine 25-30%ige Unterdeckung zwischen Silberförderung aus Mining und Recycling und Nachfrage am Markt. Das wird sich in Zukunft also nur über den Preis regeln lassen. Und glaubt mir, jeder Hersteller, der Silber braucht, wird fast jeden Preis dafür bezahlen, denn der Preis zum Beispiel am Feststoffakku von Samsung wird vielleicht 1,5-2,5% am Gesamtpreis des Akkus ausmachen. Das lässt sich gut umlegen. So viel für heute. Deckt euch schön mit Silber ein. Abonniert den Kanal, damit ihr keine News verpasst. Im nächsten Video geht es dann leider Gottes um die Bankenkrise, die wieder frische Fahrt aufnimmt. Große deutsche Geldhäuser bilden gigantische Rückstellungen für Kreditausfälle. Also bis zur nächsten Woche wünsche ich euch eine gesunde Zeit und genießt das Leben.